So, das ist unsere Abschlussansprache zur DrupalCon. Das ist die Kaselette. Muss mich jetzt vorstellen. Mein Kasti. Gut. Und das da ist Alexander, der will aber nicht. Der sagt aus dem Off nur, wie er es fand. Hallo Alexander. Hallo. Du sollst nicht Alexander spielen, das ist Alexander. Yeah, so, DrupalCon. Ja, ich wollte dich ja interviewen oder so. Wie wollten wir das machen? Och ja, mach mal. DrupalCon, weißt du? Mein Gott. In London, schon mal gehört? Ja, ja, ich war da. Ach, echt? Ich meine, dann erzähl mal, wie war es denn so? Ich bin todmüde, ich bin echt platt. Gestern die Abschlussfeier war ganz schön lang und, oh ja. Ja, okay. Also habt ihr nur gesoffen die ganze Zeit, oder? Ja, 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 eigentlich. Also wenn ich so drüber nachdenke. Achso, aber Kaselette hat ja auch Geburtstag. Achso, ja, yeah, Happy Birthday to you. Ja, deswegen war es halt sehr lang gestern. Ja. Ich habe schon reingefeiert. Achso, also, das mit dem Alkohol bitte schneiden. Das musst du, da musst du dicht, also, naja, ist okay. Okay. Mhm. Ah, nee, ich dachte immer, Alkohol ist in Ordnung, weil so Bier und so und DrupalCons, da muss man ja immer, ne? Ich meine, ich trinke keinen Alkohol und kann das nicht gut heißen. Nein, ja, aber es taucht sogar auf den Slides bei irgendwelchen Präsentationen auf, also gehört das Zink dazu. Ja, irgendwie schon, ne? Ich wollte gerade sagen, nächstes Jahr findet die DrupalCon dort statt, wo es ein Reinheitsgebot auf Bier gibt. Ja. Das war die Ansage. Ja. München! München, nächstes Jahr DrupalCon Europa, München. Ja, es wird cool. Ja. Aber kommen wir wieder zum Anfang zurück. Ich glaube, sonst versteht keiner überhaupt. Also wir reden über die DrupalCon, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Wann sind wir angekommen? Am Montag. Ja, am Montag sind wir angekommen. Früh. Viel zu früh? Ja, viel zu früh für den Laden. Viel zu früh, um ausgeschlafen zu sein. Ach, jetzt mecker nicht rum. Aber wenn du schon laberst, dann kannst du euch auch zu uns setzen. Oh Mann, aber ist so. Ey, er kommt. Wow, wie hast du das denn geschafft? Ich dachte, er ist viel zu schüchtern. Oh, das war kuschelig. Ja, sehr kuschelig. Oh, bist du überhaupt im Bild? Wer kontrolliert das? Hallo, ich bin Alexander, ich gehe jetzt wieder nach da hinten, wo nicht so wo mehr Platz ist. Ne? Jetzt haben wir wieder mehr Platz. Jetzt geht okay. So, aber wenn du da jetzt sitzt mit Alexander eben, dann muss er ja im Bild gewesen sein. Ich kann da dann wieder hin. Okay, wir wollten über die DrupalCon reden. Also das Wetter hier war ganz furchtbar. Ich war jeden Tag nass. So viel so im Allgemeinen. Ich weiß nicht, wie es euch so ging. Nö, also Dienstag war eigentlich. Montag war trocken. Montag war und Mittwoch war trocken. Genau, Montag war trocken. Genau, jetzt wo du es sagst. Aber Dienstag war ich klatschnass und Donnerstag war ich klatschnass. Das war einfach nur furchtbar. Ja. Das Apartment hier ist eigentlich ganz knuffig. Ja. Ein bisschen, ich weiß nicht, die Engländer stehen wohl auf verwinkelte Häuser. Aber ansonsten ist alles gut. Wir haben ein kuscheliges Dreibettzimmer, dann haben wir ein kuscheliges Doppelbett und das hier ist mein kuscheliges Sofa, auf dem ich jetzt jede Nacht penne. Das würde ich jetzt auch gern. Ey, wir machen jetzt immer das Video fertig. Kriegst sonst keine Kekse mehr auf der Arbeit. So. Kekse? Gleich drauf. München. Hä? Was? Nein, wir machen jetzt weiter. Also Montag haben wir eigentlich nicht so richtig viel gemacht. Wir sind hier durch die Gegend gerannt, haben im Pub ein paar Leute getroffen, da habe ich mich erstmal voll zum Ei gemacht, weil ich mit denen auf Englisch gesprochen hatte, weil ich dachte, ich kenne die aus Chicago, dabei waren das die Österreicher. Das war richtig dämlich, aber macht nichts. War auf jeden Fall ziemlich lustig, hier mit Green Dragon abzuhängen, ein bisschen was zu essen oder zu reden und erstmal so ein bisschen vorzufühlen. Auf der DrupalCon selber war einfach noch nicht viel los. Irgendwie haben die Trainings gemacht, aber haben wir nicht so viel von mitgekriegt, haben unsere Badges abgeholt und sind dann wieder abgehauen. Hast du Monat oder was gemacht? Nö, eigentlich nicht. Also ich habe mich halt ziemlich durch den Verkehr geschlichen. Linksverkehr und die Autos kommen alle von anderen Seiten, als man es irgendwie erwarten würde. Das ist total anstrengend. Ich bin zweimal, glaube ich, vor ein Auto gelatscht, wo irgendwie so ja. Gut, dann bin ich irgendwie Japan mehr gewohnt. Mich schockiert das nicht so sehr. Oder beziehungsweise ich gucke immer in beide Richtungen. Aber ist ja egal. Dann springen wir mal zu Dienstag. Dienstag ging es los. Dienstag war ich sehr früh wach. Wir wollten ja eigentlich alle zur Eröffnungsveranstaltung. Ich war dann um 7:30 wach, danach sollte sie losgehen. Ja. Und da bin ich dann losgerannt und alle lagen natürlich noch im Bett. Ja, du hast mich aus dem Bett getrieben. Ja, das war sehr schön. Du hast gesagt, es hat dir gefallen. Bang! Ach, yes. Was? Ach was, komm, sonst zeig mich irgendwie an wie ein Kindesmisshandlung. Boah. Er ist übrigens 25 geworden. Also bin ich dann rüber gesprintet, wie schon gesagt, war klatschnass. Die anderen kamen dann halt nach, waren auch noch irgendwie pünktlich da. Die Veranstaltung war geil, oder? Das war so, glaube ich, die geilste Session, in der ich war. Ja. Mit alles, was drin ist. Göttlichen Dries, der von oben aus dem Bildschirm. Ihr müsst Drupal machen. Richtig
Singen, Musik, lustige Sprüche, irgendwie, all das war cool, das Ding. Ja. Und das Lied war ziemlich geil, ziemlich cool gesungen. Das war nur Karaoke, also nicht neu, also es war trotzdem toll, aber es ist auf jeden Fall ein Karaoke-Ding gewesen, habe ich gehört, mit einem witzigen Text halt unterlegt. Und der Kerl kann auch richtig geil singen. Ja, auf jeden Fall. Super cool. Ja, also können wir uns alle freuen. Ich denke, die ist im Netz, guckt euch die Öffnungssession unbedingt an, wirklich lohnt sich. Dann war... Ja, so eine Keynote von irgendeinem so Typen. Ne? Ja, wer hätte das gedacht? Ja. Das war so langweilig. Da hat dann so Fakten auf den Tisch gebracht und so. Und nein, also Dries Keynote war eigentlich, ich sag mal, wie immer. Leider Gottes wurde ihm ja seit Kopenhagen so halt der Zahn gezogen, dass er dann überhaupt keine witzigen Sachen mehr macht, sondern nur auf, also wirklich Fakten und ein bisschen Community halt auch bitte zusammen halt geht. Was es nicht schlecht macht, weil Dries ist einfach ein sehr charmanter Präsentator. Ja. Wie sagt man denn auf Deutsch? Presenter ist ein Vorführer. Keynote-Speaker. Nehmen wir Keynote-Speaker. Also Dries ist einfach ein sehr attraktiver Keynote-Speaker. Alexander, du guckst auch mal drauf, wir haben nur 10 Minuten irgendwie Video. Ach so, ja, es sind jetzt fast 4 Minuten. Scheiß. So ein Vanilla. Ja. Mehrteiler. Genau. Oder so. Also die Keynote war super. Ich hatte diesen Survey ausgefüllt. Hattet ihr das ausgefüllt? Ich habe auf jeden Fall im Chat... Ja, hatte ich gemacht, ja. Hat man gemacht? Nee, habe ich nicht. Muss ich dann noch nachhaken. Naja, also diese Umfragen. Also erst habe ich so gedacht, Dries will mich verarschen, weil da drin stand halt irgendwie Drupal in einem Wort beschreiben. Ich habe natürlich Awesome genommen, weil ich wusste nichts Besseres. Was hast du genommen? Ich glaube Community. Ah, okay, auch naheliegend, ne? Awesome Source war natürlich auch oft irgendwie viel dabei. Es war irgendwie ganz praktisch zu sehen, also dann auch spannend wirklich zu sehen, was die Leute da eingegeben haben, was sich halt dann daraus kristallisiert hat. Das meiste war schon Awesome und Community, wenn ich mich recht entsinne. Aber sonst guckt die Keynote, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, die Demografie war interessant. Interessant war, dass Amerika weniger als Europa gewotet hat, was ich wirklich nicht gedacht hätte, weil die ja eine viel stärkere Community noch haben. Oh. Wie fandst du die Session so? Du hast ja Dries zum ersten Mal dann auch rumspringen sehen, ne? Ja, das fing ja an, war das dann? Das war Montag. Ja, genau, wo er in Starbucks reingekommen ist. Ja. Alle sind da, machen ihr Drupal, bla bla. Und plötzlich steht Drupal-König Dries im Café. Hallo, ich hol mir einen Kaffee. Ich hab ihn zuerst gesehen. hi. Ja, hat ein bisschen Smalltalk mit uns gehalten, ist wieder abgehauen, naja. War auf jeden Fall witzig. Aber ich fand es in Kino. Ja, ich glaube, das hast du gut zusammengefasst. Hat sich denn bereichert? Willst du es dir immer wieder angucken oder sagst du einmal und nie wieder? Oder? Das ist so das Ding, was sich so ziemlich durch die DrupalCon für mich durchgezogen hat. Es war viel nettes Zeug, aber nichts, wo so, also nicht viel, wo ich wirklich sagen könnte, irgendwie, ja, das wollte ich schon immer mal wissen. Ja. Das ist das, was mich interessiert. Das bringt mich weiter mit Drupal. Da war wenig bei in dieser Richtung. Es war mehr so, du kennst Drupal nicht, ich erkläre es dir. Warum sollst du dein Unternehmen mit Drupal präsentieren? Und diese Sachen mehr, es waren viel, viel Community-Sachen drin, wie zum Beispiel einfach irgendwie, ja, wie arbeiten wir anders mit der Community, wie bringen wir lokalen Gruppen nach vorne, also so Community-Building-Geschichten. Aber wenig Techie-Nerd-Kram, der mich eher interessiert hätte. Wobei man da sagen muss, dass es wahrscheinlich irgendwie vom Programm her zwar schon sehr seicht war, was hier abgeht, aber du dann einfach wirklich in den falschen Tracks drin warst. Ja, das kann muss man jetzt einfach so dann daraus lernen, sag ich mal, für nächstes Mal, weil ich glaube, für dich wären Boffs einfach das A und O. Ein Bird of Feather bedeutet ja einfach nur mit irgendwas mal loslegen, also dass die Vögel halt fliegen gelassen werden sozusagen. Also zumindest ist das die einzige sinnvolle Interpretation, die mir dazu einfällt. Und da arbeitest du einfach wie beim Prototrip mit den Leuten zusammen, quatscht halt darüber, weil da ist genau das. Da habe ich irgendwie CCK und Views mitgelernt. Na, hey, wie geht denn das? Und erklär mal, wie ist denn die Abi und überhaupt und bla und... Das ist halt das Ding, oder die Core-Conversations, weil da sind dann wieder diese Hardcore-Themen drin, so, ja, und irgendwann bauen wir uns dann den Fluxkompensator und versetzen Drupal zurück für 1000 Jahre und dann, ja, um wieder zurück in die Zukunft zu kommen. Ja, allerdings war es in Kopenhagen auch so, dass in den Sessions immer so kleine Codebeispiele gebracht wurden, dass man irgendwie neue Sachen, einen guten Einstieg gefunden hat in den Sessions, und jetzt war in den Sessions immer so gar kein Source zu sehen. Das hat mich ein bisschen gewundert, auch bei den Code-Sessions. Okay. Zweimal habe ich Source gesehen. Einmal das Code Stinks, die Session, weil ja, klar, so, ja. Da ging es einfach darum, hey, das kann man irgendwie geiler.
So, da sind wir wieder. Wir haben es nämlich voll verpeilt, dass die Kamera nur 10 Minuten aufnimmt und die richtige Videokamera haben wir in Hamburg vergessen, das wäre ganz toll. Also wir waren gerade bei Session-Empfehlung für die Casalette. Und die Empfehlung war eigentlich, dass du in Boffs gehen solltest, weil Boffs halt... Das ist ja noch drauf. Echt, meinst du? Ja, das ist noch drauf, das haben wir eben gesehen. Und dann sagte ich... gut, Alexander sagt einen Satz aus dem Kopf. Allerdings war es in Kopenhagen auch so, dass in den Sessions auch relativ viel Code gezeigt wurde, so kleine Code-Schnipsel, die ganz interessant waren und so einen kleinen Einstieg geboten haben. Und das fehlte hier fast völlig in den Sessions. Worauf auch in den Code-Sessions war so gut wie kein Code zu sehen. Worauf ich sagte, ich habe genau zweimal bisher Code gesehen. Ja. Das eine Mal bei einem Discord-Dings. Worauf ich ihn kurz gelacht habe. Oh Gott, nein. Gut, dann sperren wir das. Es war im Prinzip habe ich gesagt, war ich gerade bei der zweiten Session Formbilder-Modul, ja. von dem auch Webforms ist. Und da war dann, glaube ich, auch der Break, wo dann. Nee, die Kamera nimmt ja gar nicht mehr auf. Ja, du machst weiter. das waren die beiden einzigen Sessions, glaube ich, wo ich wirklich Code gesehen habe. Was jetzt in den Core-Sessions waren, weiß ich jetzt nicht, da warst du ja mehr bei. Na, kaum. Ich war ja doch eher bei allen Sachen, die die Community und die Drupal Association betreffen. Und habe eigentlich sonst keine echten Sessions sonst gesehen. Bei den Core-Geschichten... Also ich habe ja in Brüssel auch schon das gesehen, was mich interessiert und was sie machen wollen. Es ist aber auch einfach so super theoretisch. Im Prinzip stellen die auch wirklich nur die Sachen vor und dann kannst du daran teilnehmen. So, also sind eher so ein Gespräch danach spannender als das, was da abgeht. Aber so gesehen ist es natürlich der abgefahrenste Inhalt an Sessions, den du hier haben kannst. Weil wenn du halt ein bisschen Source, ein bisschen programmieren willst, dann sind die Bobs auf jeden Fall das Beste. Und ja gut, wir sollten vielleicht für München gucken, dass das Session-Programm von den Tracks her also irgendwie doch ein bisschen zwischen Hardcore und Anfängern halt mehr unterscheidet. Also ich glaube, so eine Session wie Doc von Sam Boyer oder so war spannend. Die habe ich nicht gesehen. Ja, schade. Ich halt leider auch nicht. Weil ich dachte, sie läuft am Donnerstag. Um 4 am Donnerstag habe ich ihn halt irgendwie gesehen, gefragt, oh Gott, läuft deine Session eigentlich noch? Nee, what? Session, weiß ich, muss schlafen. Das war auch wieder richtig witzig. Ja, und von daher, weiß ich nicht, habe ich da wohl einen interessantesten... War Ralf da nicht drin? Oder? Ich glaube ja. Luke, und dann haben sie... Naja, auf jeden Fall, das war mal so gesehen, ja. Also viele Sessions besucht, war halt nicht immer das, was ich erwartet habe. Ja. Okay, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt mal so zu dem Rahmen. Nee, ganz kurz noch, wie viele Sessions hast du dir angeguckt? Was heißt, wie viele? Also ich meine, warst du den ganzen Tag in Sessions oder 10, hast du dich gedrückt? Nein, ich war überwiegend natürlich in Sessions, Mensch. Aha, okay. Ich war auch in diversen Sessions. Ja, dein Rahmenprogramm. Wie war das Essen? Essen fand ich super, ein bisschen wenig. Das ist so das Einzige. Also, wie lange hast du angestanden diesmal fürs Essen? Ging. Also das war, was weiß ich, 5 Minuten. Ja, einmal waren wir auch fast die Essen. Also okay. das war in Ordnung. Weil die klar, bei 1750 Euro, Leuten musst du anstehen. Das geht nicht irgendwie so. Ja, ne? Ja. Aber es war in Ordnung. Es war halt von der Menge her ein bisschen mager. So, aber Essen an sich war richtig lecker. Ja. War super. Ich habe mit dem Jeff geredet und da meinte seine Frau auch irgendwie Catering und dann wissen sie immer, was ganz gut geht und was nicht geht und so. Und ich glaube, da haben sie eine gute Sache auch mitgemacht. Ne? Ja. Essen war super. Bier war auch super. Also irgendwie. Da reden wir nicht drüber, das ist nicht political correct. Bei Drupal schon. Achso, gut, wie war das Bier? Bier war auch super. Wir waren eigentlich irgendwie jeden Abend irgendwie im gleichen Pub. Wir waren nicht besoffen. Nein, ich war besoffen, das du nicht. Stimmt. Dort waren halt auch ganz viele Drupal-Leute. Das war sowieso total lustig, weil überall liefen diese T-Shirts rum. Ja. Im ganzen Crime habe ich das Gefühl gehabt, dass überall diese T-Shirts rum. Ja, wenn du 1750 Leute auf 500 Quadratmeter oder sowas, nein, weiß ich nicht. Das ist ein Umkreis von 2-3 Quadratkilometern hier einfach. Und da 1750 Leute einfach. Und dann stehen die sämtliche Anwohner müssen irgendwie. Ist das ein T-Shirt? Ist das irgendwie ein neuer Trend oder so? Also mit dem T-Shirt, ich weiß ja, dass es lange diskutiert wurde, ob das T-Shirt politically correct ist, aber mich hat hier ernsthaft jemand mit dem Tropfen da gefragt, ob ich in Are You Going to Warzone? Und ich dachte, uiuiui, es ist also doch eher so das Zeichen von den Kriegsflugzeugen der Engländer halt, ne? Aber naja. Also mir wurde versichert, dass es politically correct ist und wie schon gesagt, man lange darüber diskutiert hat. Ja, dann Batman. Batman, Batman.
Ja, wir waren bei Batman Live. Ja. Das war nett. Übrigens, die Busfahrt war ziemlich cool. Also ich habe gehört, dass ich habe gesehen, dass ein Bus zusammengebrochen ist und dann haben sie ihn weggeschoben. Was auch ziemlich witzig war, weil 20 Leute haben den Bus weggeschoben und dann liefen 20 mit ihren iPhones hinterher und haben das gefilmt. Ja. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Dann war die Story, dass ein Bus ist an der O2 World wohl falsch abgebogen und stand dann irgendwie auf der Baustelle und kam dann nicht so richtig weg. Und dann soll ein Bus irgendwie 2 Stunden in die falsche Richtung gefahren sein, bis er das gemerkt hat. Naja. Oh, also die Busfahrt war auf jeden Fall ziemlich witzig. Pures Chaos, ey. Hab ich alles nicht mitgekriegt. Das ist sei froh. Ja. Ja. Der Bus ist einfach nur hingefahren. Ja. Und war mir da. Das war super. Du guckst auf die Zeit, ne? Gut. Also die O2 an sich war eigentlich ganz toll. Beeindruckend groß. Ja, ne? Also ein riesen Zelt, in dem Restaurants drinstehen, ein Kino drinstehen und noch ein riesen, ein riesen Stadion noch in der Mitte drin. Ich habe mal irgendwann gehört, dass das eigentlich eine riesen Fehlinvestition gewesen sein soll, eine Bauruine und alles irgendwie, aber also gut, lest das auf Wikipedia, aber egal. Krasses Teil, auf jeden Fall. Die Show fand ich an sich gut. Also insgesamt fand es keiner so richtig schlecht, weil die, die ja keinen Bock drauf hatten, waren eh nicht da. Also man kann eigentlich sagen, ja, schöne Ablenkung für die Community, irgendwie ist das alles ganz nett. Grundsätzlich fehlt mir irgendwie ein Alternativprogramm mit und wir haben dann hier auch noch alles offen und die können auch gerne rund um die Uhr hacken, weil der Hackerraum war halt jetzt auch wegen der Raumverteilung in einem Hotel um die Ecke. Das fand ich... Also ich will hier keinen bashen oder so, aber ich denke, dass man sollte das anders machen. Punkt, Schluss, aus. So, was sagst du? Über die Raumverteilung können wir auch gleich nochmal reden. Ich denke erstmal, ich bin noch bei Batman. Ne? Also eigentlich so? Ah ja, genau. Und nochmal Batman. Ich fand die Idee cool, wir gehen alle zu Batman. Ich weiß nicht, ob man das nicht was anderes macht. Also ich fand es nicht schlecht, ich fand es so ein bisschen kindgerecht. Ich fand es, dass wir ein bisschen zu weit weg saßen davon und wirklich von der erzählten Handlung. Heiliger Strohsack, das Bettsignal. Und dass man nicht zusammensitzen konnte. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Nee, das dass fand man, ich... Dass man feste Plätze hatte und nicht irgendwie die Companies irgendwie eigene... Nee, das vielleicht nicht zusammen. Weil du lernst einfach Leute kennen. Ich habe damit... Ja. Bo aus Dänemark gesprochen und neben mir saß jemand aus, ich habe keine Ahnung, war östlich. Litauen. Neben mir saß leider niemand. Ich fand's komisch. Man tauschen kann man ja immer noch. Ja, war aber wie Speed Dating irgendwie mal wieder so oder Blind Date halt, ne? Mhm. Also von daher, das fand ich schon okay. Nee, also die Show fand ich cool, danach war die Party. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade. Ich habe so das Dancing-Video gemacht, aber das war auch schon irgendwie alles. Die haben halt einen Club irgendwie gemietet. Ja. Wann war die, Show zu Ende? Um halb 10 oder ja, was? Ja, irgendwie 9:10. Also das Ding war ja fett, so ist es nicht. No. Ja, es ist schon geil gewesen. Irgendwie coole Location wäre es gewesen so. Es war scheiße weit weg von Crichton hier, wo die DrupalCon eigentlich stattfindet. Na, 1,5 Stunden halt. Ne? Ja. Und zweitens, irgendwie sind die Busse um 11 Uhr zurückgefahren. Also die letzten Busse sind um 11 gefahren, das heißt, man musste um 11 zurück, wenn man nicht irgendwie durch das Stadtgewühl selber zurückfinden wollte. Ja. Und das fand ich doof, weil dann irgendwie ist man da, irgendwie coole Location, viele Leute, die man mag und dann irgendwie, ja, und jetzt müssen wir um 11 wieder zurück. Ja. Was wir dann noch getan haben, haben uns dann hier wieder in diesen Pub gesetzt. Ja, genau. Das war im Endeffekt. Und im Ernst, das war im Endeffekt witziger als die Party, das muss man schon so sehen. Fand ich halt auch. Ja. Also wenn ich das zum Beispiel auch mit der Aftershow-Party, nicht der Aftershow, also der letzten Tag-Party gestern Abend vergleiche, dann war die zum Beispiel dadurch, dass sie einfach ruhiger war und man, also auch mit der Quiz-Night, also man hat ja so zwei Sachen, so man stand oben bei der Quiz-Night und da haben sie auch alle rumgebrüllt und sich gefreut oder man saß halt unten und konnte reden und dann stoppt man eben und dann machen wir gleich wieder an. Hm. Bis gleich! Ja. So, das sind unsere letzten 10 Minuten, sonst die Speicherkarte, glaube ich, voll und raus und reinrupfen tun wir jetzt nicht. Also kommen wir jetzt damit aus. Das was du schon immer sagen wolltest. Raumverteilung, ja, ich fand es, es sind große, viele Leute gewesen, 1751, glaube ich sogar. Weltraum. Ah, gehen wir da mehr vor. Du sagst mir irgendwie, wir müssen die Zeit hier irgendwie sinnvoll nutzen, ja, redest, naja. Raumverteilung. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, wirklich 1750 Leute irgendwie auf einer DrupalCon zu haben und dann irgendwie mehrere Locations damit zu befeuern, dass man irgendwie keine Location mehr findet, wo alle reinpassen. Ja. Also die haben lange nach einer Venue gesucht, soweit ich weiß. Das war echt ein großes Thema hier. In der Stadt sind sie zu teuer oder zu groß.
Und ja, also da haben sie jetzt die Fairfield-Haut gefunden, die eigentlich ein ganz guter Deal ist, aber dann war sie jetzt einfach plötzlich zu klein. Auf der einen Seite finde ich es einfach fantastisch, dass in Europa wirklich solche Massen plötzlich da halt hinwohnen. Ja, klar. Auf der anderen Seite, also ich meine, in Kopenhagen haben wir uns irgendwie alle verloren gefühlt. Dabei war das Center so gesehen viel toller als das hier, muss man einfach mal so unverblümt sagen. Gab halt, also beides, also im Resümee für beides war beides ungefähr gleich toll, aber der Center in Kopenhagen war auf jeden Fall besser. Den du jetzt nicht gesehen hast. Ja, genau, den kenne ich nicht. Da hatte ich Geburtstag. Hä? Gut, ja. Mal wieder. Ja, also das fand ich. Ich habe keine Ahnung, wo die Core-Conversations überhaupt stattgefunden haben letztendlich. Naja, im Hotel um die Ecke. Aber also ja, da was ist jetzt nicht so, dass da noch viele Hotels gewesen gibt. Dafür war hier ganz nett, dass das innerhalb dieses Stadtteils ziemlich zentral gelegen war. Deswegen waren ja auch diese ganzen Pubs in der Nähe. Ja, also das fand ich auch toll. Also die Lage ist cool an sich, wenn man nicht irgendwie anderthalb Stunden braucht, vom Flughafen hierher zu kommen. Ja. Das ist schon irgendwie, wenn man länger mit dem Bus fährt, als mit dem Flugzeug nach England zu fliegen, das fand ich schon komisch. Ja. Was war noch? Ja, gestern Abend Party war cool, ja, hattest du gerade angesprochen. Irgendwie oben war so Spielezeugs und unten war bla bla. Mitgekriegt, was da oben hatten. Ah, ja, die haben irgendwie so ein Fest im Prinzip war es. Aber warum haben sie manchmal gejubelt und manchmal gebuht? Das habe ich nicht so ganz rausgekriegt. Wenn die Leute, die Antwort richtig haben, haben sich halt gefreut, ne? Und die gebuht haben, die fanden die Frage zu schwer. Ach so, ich hatte eben schon gesagt, du sagst jetzt, die sich gefreut haben, wurden dann ausgebuht oder so. Scheiße, nein, das ist ja alles in Ordnung. Okay. Ja, viele Sachen, Eindrücke, sehr viele Eindrücke. Ja. Muss ich alles irgendwie nochmal ein bisschen verknuseln beim kleinen Gehorn. Und ja, ich weiß nicht, hast du noch? Ne, ich hab genug. Also ich meine, die ganze Geschichte mit München war jetzt natürlich wirklich, also hier das große Thema, was machen wir mit der Community, wie kriegen wir die Community zusammen, wie kriegen wir die Community dahinter, wie kriegt die DA mit, dass es eine europäische, eine deutsche Community gibt, die eigentlich nicht so mitspielt mit dem, was sie halt sich da alles so vorstellt, sondern dass wir einfach irgendwie auch mehr Individualisten sind und auch irgendwie ein bisschen Informationsfluss gerne haben möchten. Ich denke, da haben wir schon eine ganze Menge erreicht, wobei jetzt das auch wirklich bewiesen werden muss, was versprochen wurde, und es wird sich einfach eine ganze Menge tun. Aber da möchte ich jetzt einfach nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ich denke, da gibt es wirklich eine Menge gute Sessions, also seid in Berlin. Da wird nochmal eine ganze Menge drüber kommuniziert, da möchte ich jetzt nicht irgendwas in irgendwelchen Videocasts von mir vornehmen. Was war noch? Ja, Quo war das Drupal Community. Wie schon gesagt, es gab am Dienstagabend halt eine kleine Palastrevolte. Sie stellen jetzt für Drupal 8 eine ganze Menge Sachen um. Da wurde auch viel auf der Con jetzt halt drüber geredet und ich glaube, da läuft auch wirklich eine ganze Menge. Das ist alles sehr interessant. Für 7 ist das alles jetzt etwas schwierig zu sagen, was da genau jetzt läuft. Weil 8 ist ja eigentlich noch 7, also kann man sagen, das, was da passiert, ist eigentlich auch noch 7. Also kann ich kein pauschales Resümee drunter setzen, weil das zu viel ist. Ja, ich denke auch. Das würden wir, glaube ich, auch dann blocken oder so. Oder? Also das müssen wir noch länger vorbereiten, als sich auf die Sofa zu sitzen und über die Blutbekon zu philosophieren. Also, willst du wieder hin? Ja, auf jeden Fall. Wegen den Leuten, nicht wegen den Sessions. Ja, aber das ist ja das Übliche. Ja, genau. Das wäre so mein Plan dafür. Also, ich freue mich auf München. Ich hoffe, ihr nehmt mich wieder mit. Nein. Dann, und Alexander auch nicht. Ich mir was anderes überlegen. Ja, klar. Diesmal ist es auch nicht an deinem Geburtstag. Diesmal ist es eine Woche vor meinem Geburtstag, genau. Aber was ich einfach sehe, ist so bei diesen tausenden von Leuten, ich kann mich ja schon gar nicht mehr durch die Hallen bewegen, ohne nicht irgendwie, hey, mal wieder da gesehen oder so zu sagen. Also das ist einfach geil. Also ich meine, wo ich nicht jetzt Leute halt hier irgendwie schon so wenigstens mal, hey, wer bist du denn halt, kenne, ne? Das macht unheimlich viel Spaß. Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung einfach, zu hören, wie die in den anderen europäischen Ländern sind. Viel, viel Scheiße gelabert, viel gelacht, also wirklich so viel, auch gute Gespräche, was Drupal-Inhalte hatte, wirklich irgendwie, dass Drupal einfach Schwächen hat in einigen Ecken, dass man sich da einfach auch mit den anderen Leuten aus Europa einfach irgendwie auskotzen konnte. halt alles bei, was man so hat, irgendwie in der Drupal-Welt. Das war eigentlich mehr das, was ich wirklich mitnehme. Aber wie gesagt, auch aus ein paar Sessions waren auch wirklich super interessant für mich, aber das wird nächstes Mal nicht mein Fokus sein, denke ich. Was sagt die Stimme aus dem Off? Ja, sehe ich eh nicht. Oh, komplexe Antwort. Gut. Haben wir noch was? Also geht nach München, das wird eine total tolle DrupalCon. Seid in Berlin, wie wir zu Genau, seid in Berlin, seid bei den ganzen anderen Sachen dabei. Ich
persönlich werde versuchen, halt möglichst viele Usergruppen nochmal zu bereisen. Ich hoffe, wir kriegen einen Usergruppen-Summit in irgendeiner Form hin, dass wir uns wirklich alle mal treffen. Ja, es gibt eine Menge spannender Dinge fürs Drupal Camping nächstes Jahr. Ne? Ah, das wäre schön. Ah, es gibt da so Gerüchte. Also man könnte sagen, so Strand und Meer, aber schauen wir mal, was es ist. So, jetzt haben wir geteasert und ja, genau. Das wird auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Und ja, dann machen wir irgendwie nochmal Sprintcamps und gucken, dass wir da auf jeden Fall so wirklich einen starken Community-Stance einfach haben in Europa. Warum spreche ich eigentlich nur so bescheuertes Englisch? Kannst du mir das mal sagen? Boah, ich glaube, das liegt daran, dass die ganze Zeit Englisch gesprochen wurde. Ja, ra, 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 ra. Ja, ich hab vorhin Probleme gehabt, Berlin zu sagen. Das ist ja ein schönes Wort. Ja, es war eine Mischung aus Berlin und Berlin. Berlin, es reicht, wir müssen alle ins Bett, wir sind alle kaputt am Ende. Ey, DrupalCon, Woche ohne Schlaf. Ja, Alter. Ja gut, nächste Woche geht's gleich weiter, für mich zumindest in die Schweiz. Ich bin Seid froh. In die Schweiz. Nein. Die Hauptstelle kommt auch nicht mit in die Schweiz, aber wir nächstes Wochenende dann in Berlin. Ja, ja, genau, da bin ich dann nur irgendwie partiell, aber müssen wir mal schauen, was wir da machen. Ah ja. Ich würde eigentlich gerne eine Session noch bei Field API halten, aber ich muss mal schauen, was wir tun. Und dann müssen wir noch E-Card weiterschreiben. Oh, E-Card. Ja. Oh. Wollen wir nicht eigentlich heute sprinten? Ja, lassen wir das. Okay, mach das schnell aus. Gut, also sagen wir den Ziemi-Gruß. Tschüss. Tschüss.